Hey ho, Alola und moin liebe Freunde der Pokémon TCG World. Ihr seht, wir fliegen gerade durch die unendlichen Weiten des Universums auf der Suche nach meiner Arceus-Sammlung. Denn meine Arceus-Karten stehen heute am Sonntag auf jeden Fall im Vordergrund. Und ich glaube links des nächsten Sonnensystems haben wir die ersten Arceus-Karten gefunden, auf welche wir uns langsam nähern können. Und zwar Arceus Level X, Arceus Prisma. Ich werde einmal durch meine Welt der Arceus switchen. Denn das Paket, was wir gleich zusammen aufmachen werden, wunderschöne One-Card-Sleeve-Ständer, da das Gold Arceus Vista, das schimmernde Arceus Vista Rainbow, werden wir gleich ein wunderschönes Paket aufmachen, ein Kauf vom lieben Felix aus eBay Kleinanzeigen, wo ich dachte, Felix, du bekommst dein ultimatives Arceus-Video auf meinem Channel, welches ich gleich nutzen möchte, um meine Arceus Army auf jeden Fall einmal präsentieren zu können. Denn so seht ihr, Leute, haben wir hier meine Arceus Army, die wir gleich brauchen werden, um das Paket aufzumachen vom lieben Felix, gekauft über eBay Kleinanzeigen. Und wie gesagt, let's go! Und wieder herzlich willkommen auf der Erde an der Alola Nordseeküste bei eurem Pokémon. Nachdem wir kurz durchs Universum gescreamt sind, um meine ganzen Arceus zu finden, die wir jetzt hier versammelt haben, habe ich hier das wunderschöne Paket, den Kauf von Felix, aus dem guten Suhl, gekauft über eBay Kleinanzeigen, welchem ich gesagt habe, Bro, ich werde dir ultimativ zu deinem Kauf versuchen, das ultimative Arceus Video zu bieten. Und ihr seht, wie mächtig es ist. Es haut die Kamera doch stetig um. Genau, Pokémon, die Schere. Ach, diese wahnsinnige Energie, die aus diesem Karton strömt, Leute. Man kann es gar nicht fassen. Habe ich gesagt, das, was mit Arceus zu tun hat, was wir drin haben, werde ich auf jeden Fall ein mega Arceus-Video machen. Und zwar haben wir hier, wow, da ist viel mehr drin, als ich eigentlich erworben hatte. Wie machen wir das denn am besten? Weiß ich nicht. Ja, hier heute haben wir hier einmal Center Shocks, eine kleine Stickertüte. Oh, richtig cool. Mit Feiny Sweets. Die werden wir auf jeden Fall behalten. Ich denke, in einem anderen Stream können wir auf jeden Fall was starten. Dann haben wir hier noch Karten. Felix, was geht ab? Und zu den Karten haben wir hier eine Box. Meisterdetektiv Pikachu. Aber ich glaube, ist das so eine... Karton ist leer vom lieben Felix. Ich denke, wir haben hier keine Booster drin. Denn eigentlich müsste sich jetzt hier das drin befinden, was ich eigentlich erworben habe, um heute das ultimative Arceus-Video zu präsentieren. Und es ist... Warum muss man das schöne Zebra angucken, oder? Ich glaube, das werde ich meiner Tochter schenken, weil die ist momentan absolut auf Minimaus-Trip. Lieber Felix, danke für dieses Giveaway. Grins. Aber jetzt kommen wir zum Ultimativen, was der Sohn immer zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Dachte ich mir, das muss Pokémon sich auch holen. Denn wir haben hier die wunderschöne ultimative Arceus-Figur, die jetzt inmitten meiner kompletten Arceus-Sammlung stehen darf. Bevor wir gleich die Karten aufmachen, die ich geschenkt bekommen habe heute, haben wir einmal dort das wunderschöne Arceus. Ihr seht, wie das Ganze gleich zu einem werden kann und die Macht der Arceus auf jeden Fall gesammelt explodieren wird. Dann kommen wir zum nächsten. Mickey Mouse und Minnie Mouse Zebra Package. Und wir haben hier, ich weiß gar nicht was. Alles klar, Zarude. Wir haben hier auf jeden Fall eine Zarude-Karte. Pokémon Nummer 893. Lieber Felix, ich lese einmal kurz vor. Das Watch Monkey Pokémon. Auf Englisch komplett. Von 2021. Das kommt, glaube ich, aus so einer Mini-Tin von Zarude. Ja. Und da kommen wir auf japanische Karten zu. Für die ich mittlerweile, wie gesagt, einen eigenen Ordner habe. Aha. Das sind Meisterdetektiv Pikachu-Karten, oder? Ja. Snowbull, Anton, Hashtag Alex. Ummelpuff. Dann haben wir hier noch eine Karte. Richtig cool. Digimon, TK und Chocomon. Geil. Oh, wie lange ist das her? Dann das Plunderpatrouillon-Schiff Erlös haben wir hier auf Englisch. Let's go. Dann haben wir hier Gabumon. Weil, das war Wargreymon nicht hier. Oh, mir liegt auf der Zunge. Patamon, den kenne ich auch noch. Nochmal Gabumon. Gomamon. Von dem mit der Brille, der Nerd. Dann haben wir hier Kuwagamon, also eins der bösen Digimon.
Oh, wie geil, Digimon-Karten. Ich habe noch nie Digimon-Karten bekommen. Felix, lieben Dank dafür. Let's go. Birdramon ist ein Champion-Digimon. Wieder Gomamon. Dann haben wir hier Garurumon, genau. Garurumon ist ja die nächste Stufe von dem, den wir gerade hatten. Garurumon, let's go. Dann das Biomon. Dann haben wir Mimi und Hanemon. Tai und Karumon. Kurumon. Let's go. Haben wir so eine Sammelkarte. Also der Orange sieht ein bisschen aus wie Glutexo. Ha, Glutexo, ne? Let's go. Shiny. Noch ein Frigimon. Wieder Biomon. Kabuterimon. Birdramon. Richtig cool. Alles auf englische Karten, aber es macht überhaupt nichts. Die wandern so unter Hashtag Felix in den Pokémon Fanpost Ordner. Denn alle Geschenke von euch werden behandelt wie Gold. Matt und Tsunomon. Agumon. Gomamon. Ein bisschen aus wie Glumanda gerade. Richtig cool, oder? Wunderschöne Karten. Da haben wir einmal die ganzen Kids. Selected Kids. Die Digimon Trainer. Wie nennen wir sie denn? Das sind ja eigentlich keine Trainer, oder? Oh, Tentomon. Let's go. Hier haben wir noch eine wunderschöne Karte. Und das Ganze endet auf Meramon, dem Feuer-Champion-Digimon. Bedanken wir uns auf jeden Fall in der Macht meiner ganzen Akios für dieses nice, geile Giveaway. Das wird auf jeden Fall in meinem Fanpost-Ordner Hashtag LFelix auf jeden Fall was bekommen. Und ich denke, heute am Sonntag können wir damit diese Woche abschließen, bevor wir morgen früh um 10 Uhr mit der Macht des Sonomannes und den Daily Boost Opening wieder beginnen. Und seid gespannt, Leute. Nächste Woche gibt es nicht nur Pokémon. Nein, ich glaube, ich werde auch wieder ein, zwei Käufe aufmachen, wo es um Yu-Gi-Oh! Geht, Leute. Yeah. Drum glaubt ans Pokéball, bleibt am Pokéball, glaubt ans Herz der Karten. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn ihr nicht habt, abonniert gerne. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns wieder. Let's go, euer Pokémon-Jungs. Lukasin. Come on.